Ja. Okay. Was muss ich machen? Bla bla. Nein, möchte ich nicht. Das fängt doch schon gut an. Ich wollte mal ein neues Video machen. Da ich ja jetzt wieder Internet habe zu Hause. Und ich wollte mal ein bisschen MotorStorm online spielen. Und das wollte ich einfach mal filmen. Ich habe eben den Patch gezogen. Wir kommen zur Afterparty. Nein, möchte ich alles nicht. Blablabla. Ja, und zwar habe ich mir nämlich ein bisschen überlegt, da ich jetzt ja eine schnelle Internetleitung habe, kann ich natürlich Videos viel schneller hochladen. Und ich wollte einfach ab und zu mal so eine Rubrik, ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen soll, einfach die Spiele mal ein bisschen zeigen. Einfach nur ein paar Spielszenen, Gameplay, Videos. Ja, und da fange ich heute mal mit an. Mal gucken, wo ich hier hin muss. Wahrscheinlich Fahrspaß, genau. Mehr Spiele. Ich bin gerade noch ein bisschen konfus. Spiel suchen, ich suche einfach mal. Matchmaking, suche nach Spielen, in denen du einen unterstützt. Spiel ist ja auch. Ja, ja. Ich gehe einfach mal irgendwo dazu. Ja, ich fahre gegen einen anderen, super. Und los geht's. Gut, gut. Knastblues. Also das Spiel hat mich offline auf jeden Fall ganz gut überzeugt. Die Grafik ist natürlich sehr schön. Und Gameplay ist auch gut. Manchmal ein bisschen, rutschen die Autos ein bisschen merkwürdig. Und was ich nicht gut fand, oder was mir halt zu viel war, die ganzen Karten, die brechen einfach zu krass zusammen. Was muss ich denn hier wetten? Was ist denn hier los? Ja, komm, mach einfach mal hier. Man fährt über Dächer und Häuser und alles stürzt ein und man muss jedes Mal neue Wege und voll hektisch. Das fand ich alles ein bisschen zu übertrieben. Aber alles in allem ein sehr cooles Spiel. Mal gucken, wie es online ist. Ich kacke bestimmt jetzt voll ab. Und was ich sehr cool fand, war die Musik. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wow. Ich glaube, ich fahre voll verkehrt hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? Alter Schwede. Wie ihr seht, selbst hier die Strecken, die nicht einstürzen, sind alle kreuz und quer und ja, mein Gegner hat die Verbindung getrennt. Was ist das denn für ein Loser? Naja, ich fahr mal zu Ende. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Trophäe oder so. Bäh! Ich hoffe, die Qualität vom Video reicht so. Ich werde es mal nicht in Full HD machen. Da ich eigentlich immer so 10, 15, 20 Minuten lange Videos machen wollte. Und das in Full HD doch schon jedes Mal
2 GB wären. Aber so müsste auch reichen, hoffe ich. Ja, irgendwie fahre ich hier stundenlang. Und es tut sich nichts. Ah. Runde 2. Na gut, fahren wir es mal zu Ende. Oh. Schnaf. Ich glaube wohl, mein Monitor ist nicht ganz drauf. Aber ich komme mit der Kamera einfach nicht weiter weg. Sonst sitze ich wieder zu weit weg. Weil ich sitze hinter der Kamera. Und irgendwie kann ich, wenn ich zu weit weg sitze, komme ich gar nicht mehr klar. Deshalb braucht man einen relativ kleinen Fernseher, den ich mir gekauft habe. Also wenn jemand mal Lust auf irgendwie online Motorstorm hat, ich habe jetzt wieder Internet, ihr könnt mich gerne mal herausfordern, wie ihr seht, ich kann nichts. Interessante Strecke. Gab es im Singleplayer gar nicht. Diese Gegend hier. Oder ich habe es einfach übersehen, weil zu viel zusammengekracht ist. Ich weiß ja nicht, ob ich Motorstorm Apokalypse für mein Platin-Projekt direkt am Anfang benutze. Also als ob es eines der ersten drei wird, weiß ich noch nicht. Weil es wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis es fertig ist. Und ich eigentlich gerne so schnell es geht das dritte Projekt eröffnen möchte. Nichtsdestotrotz wird wohl Motorstorm Apokalypse eines der wenigen Rennspiele werden, die ich noch platinieren werde. Irgendwie habe ich das verlernt mit den Rennspielen. Und wenn ich jetzt noch einmal Motorstorm Apokalypse sage, dann verleihe ich mir selbst irgendeinen Orden. Ich habe eben die ganze Zeit überlegt, was für ein Spiel ich spielen könnte, um euch das mal so vorzustellen oder einfach mal was zu zeigen. Und das war sehr schwierig, weil ich halt 30 Milliarden Spiele hier rumliegen habe. Viele sehr gute, viele sehr schlechte. Und ich werde wohl diese Tage im Forum mal meine Spieleliste im Projekt aktualisieren. Und dann könntet ihr mir mal sagen, was für Spiele ihr davon sehen wolltet. Und sobald ich dann Zeit finde, hätte ich da mal ein Video zu machen. Es kann auch irgendein Crap sein oder ein riesen Rollenspiel. Sagt mir einfach mal. Oder irgendein Genre. Ist ja auch egal. Oder einfach ein Musikspiel. Wie auch immer. So, oh, ich habe irgendwas bekommen. Trophäe wahrscheinlich jetzt. Bläh. Mit Gefühl, was war das denn? Wahrscheinlich mein erstes Online-Rennen beendet. Und ich habe gewonnen. Juhu! Das könnte ja noch ein bisschen sich hinziehen, was? Mit Stufe 40. Na, egal. Gut. Haben wir mal ein Online-Rennen gemacht. Jetzt gehe ich aber mal wieder. Ja, ich möchte verlassen. Ich werde einfach mal ein bisschen schnelles Rennen, genau. Fahrzeug wechseln. Strecke. Was immer für eine Strecke. Mal gucken, ob ich hier eine finde, wo alles zusammenkracht, damit ihr das mal seht, was ich meine. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Runden. Eine. Modus. Was gibt's denn alles? Festival? Rennen. Einfach ein Rennen. Genau, das ist schön. KI-Gegner.
machen wir mal 15. KI auf Anfänger, lass mal einfach mal Rennen starten. Dann guckt euch das mal an. Eigentlich wollte ich ja Tekken-Trophäe, Ural, oder wie die heißt, 6 Minuten Time Attack, filmen, aber gestern Abend habe ich es irgendwie total verkackt. Ich habe es so aufs Gesicht bekommen, das glaubt ihr gar nicht. Obwohl ich habe es ja schon mal geschafft, und unter 6 Minuten. Aber egal, versuche ich später nochmal. Erstmal gucken wir uns jetzt mal hier diese doofe Strecke an. Ist es eine doofe Strecke? Ich weiß es nicht. Ja, es sieht sehr einstürzend aus, ja. Und wie ihr seht, jede Menge Gegner, die hier rammen und drängeln. Oh, da geht schon gut los. Man kann hier nicht nur boosten, man kann die Gegner auch schrotten mit dem Boost. Wie jetzt zum Beispiel dieses Motorrad wollte ich schrotten. Monster Truck, den kann ich nicht schrotten. Dafür bräuchte ich dann einen eigenen Monster Truck. Oder einen Schulbus oder sowas. Jetzt auch. Nein, was mache ich denn da? Ich wollte dieses blöde Quad rammen. Und ramme mich selbst ins Gebäude. Ha, einmal erwischt. Ich bin Erster. Juhu. Okay, das ist keine Strecke, wo alles einkracht. Und die hier geht auch eigentlich noch. Die ist gar nicht so unübersichtlich. Ich bin Zweiter. OMG. WTF, Alter. Ich muss jedes Mal warten mit dem Boost unten. Ihr seht, das unten rechts ist die Boost-Anzeige. Und wenn die rot ist, muss man aufhören. Ansonsten kann man so viel boosten, wie man will. Und da bin ich doch Erster. Was für ein Zufall. Beenden. Ja, möchte ich. Jo. 15 Minuten geht's bisher. Da geht noch was. Es lädt. Strecke. Haben wir nichts Schönes hier? Ich glaube, die sind alle noch gesperrt. Frustschoppen, ist das eine? Kreditkrise? Eine Brücke zu zweit? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Highway. Das Ende ist nah. Ich nehme einfach mal Highway. Aber ich möchte ein anderes Auto. Und zwar nehme ich ein Supersportwagen. Der ist cool. Den habe ich mir sogar selber so angepasst mit der Farbe und dem Look. Weil ich stehe nicht so auf Spoiler. So eine Frittentheke hinten drauf. Nee. Und es lädt schon wieder. Ich will nicht, dass es lädt. Denn wenn es lädt, dann muss man immer so verdammt lange warten. Das war auch kein Nachteil, aber manchmal lädt es schon länger als es sollte. Komisch, es lädt und speichert gleichzeitig. Auch nicht schlecht. Ja, das sieht schon sehr kaputt aus, die Strecke. Bäm, Turbo. Ah, hier laufen Leute auf der Straße rum. Unglaublich. Jetzt muss man. Es gibt ja 30 Milliarden Wege jedes Mal, wo man hier runterspringen kann, wo man vielleicht schneller ist, ich weiß es nicht. Und dieses Auto natürlich. Oh, wei, oh, wei, oh.
Und genau, das ist auch noch sehr wichtig. Ich weiß noch nicht, wie diese Rubrik, wo ich das Gameplay von dem Spiel kurz anzeige, wie ich ihn nennen soll. Ihr könnt mir mal Vorschläge machen, entweder als Kommentar unter das Video oder im Forum, wie auch immer. Ich habe da als großes Vorbild, sage ich mal, den Bumbi genommen, den kennt vielleicht ein paar von YouTube. Der nennt das Ganze Lass mal sehen. Und ja, das will ich natürlich jetzt nicht nehmen, aber so ähnlich vielleicht. Ja, beenden. Was kann man denn noch? Ich fahre mal mit einem Monster Truck. Das ist vielleicht auch noch interessant. Und ich mache mal 2 Runden. Weil wir haben ja hier mehr Ladebildschirm als irgendwas anderes. Bim, bim, bim. Runden 2. Fahrzeug. Was nehmen wir denn da? Chopper. Ich nehme ein Motorrad. Genau. Ein Chopper. Strecke. Schöne Aussicht. Rennen starten. Und es lädt schon wieder. Yeah. Ja, wenn man das Ganze jetzt filmt, dann merkt man erstmal, wie lange es doch lädt. Wenn man nicht drauf achtet, dann ist es gar nicht so schlimm, aber so nervt schon. Ha! Seht ihr den? Den da? Den fahre ich gleich um. Mit dem Motorrad, da kracht irgendwas ein. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott. Mit einem Motorrad muss man halt nur tierisch aufpassen, dass die anderen Autos oder Monster Trucks einen nicht einfach überrollen. Und dann steht man ziemlich blöd da. Oder halt auch nicht mehr. Hupala. Ich glaube sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn ich das mit dem Motorrad hier gewinnen sollte, oder mit dem Chopper vielmehr, kriege ich glaube ich sogar noch eine Trophäe. Weil man muss mit jeder Fahrzeugklasse einmal gewinnen. Und im Leitfaden steht irgendwas davon, dass das Einzige, was man nicht in der Story spielt, der Chopper ist. Zumindest nicht bei einem normalen Rennen. Also könnte es sein, dass ich sogar noch eine Trophäe abstaube. Wenn ich gewinne. Und wenn ich alle anderen schon mal als Erster ins Ziel gebracht habe. Naja, wenn es so weitergeht. Ich musste, glaube ich, links, richtig? Oh mein Gott. Man kann auch, wenn man durch Pfützen durchfährt oder durch Sprünge, kann man auch den Motor wieder abkühlen. Was man auch auf höherem Schwierigkeitsgrad ja, manchmal braucht. Man kann zwar in der Karriere, beziehungsweise in den Festivals, wie sie hier heißen, reicht es, wenn man Dritter wird. Aber selbst das hat nicht immer direkt beim ersten Versuch geklappt. Ja, es ist eine sehr schöne Strecke, finde ich. Selbst wenn am Anfang was eingestürzt ist, das ging ja noch. Ja, es gibt aber Strecken, die bröckeln förmlich auseinander. Und dann nervt das doch irgendwann ganz schön. Das ist auch immer sehr cool gemacht. Mit diesen Action-Szenen. Fahren wir mal links runter. Ja, Junge, Kurve.
Und dann sind wir im Ziel. Mal sehen. Ah, nee, da unten steht Pech gehabt. Ich musste mit 4 anderen Fahrzeugklassen gewinnen. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich weiß ja gar nicht, welche. Ja. Das sollte dann auch erstmal reichen. Ich ziehe das Ganze jetzt auf den Rechner und werde es mal hochladen. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst und danke fürs Zugucken.